Guten meine Freunde und herzlich willkommen hier wieder zurück zum Landwirtschaftssimulator 15 im Economy Times. Das war mit Dino. Hallöchen Leute. Hallo. Und wieder mit dem Björn. Hallo. Achso, warte mal, habe ich hier nicht angesehen das letzte Mal? Ja. Möchte da jemand weitermachen? Da sind nicht ja, noch drei Stunden. Schon gedüngt, oder? Gedüngt? Ja, ist gedüngt. Wenn du rausgehst, komm ich weiter. Wie viel Kohle haben wir gerade? 45. Dann sollten wir schnellstmöglich wahrscheinlich sparen, dass wir diesen Öldingsauflieger kaufen können, um ein bisschen Öl zu kaufen und zur BGA zu bringen. Rohöl kaufen, weißt du? Also beim letzten Mal hieß es noch, wir müssen sparen, dass wir die Brotproduktion anregen. Haben wir doch alles, oder? Nee, ich meine, man muss aber viel sparen. Was fehlt? Also, was fehlt denn? Eine komplette Fruchtsorte fehlt uns. Der Hafer. Richtig. Ja, den sehe ich doch gerade an. Nee, den sehe ich nicht an. Was sehe ich nicht an? Gerste, wir waren letztes Mal auf Bier gegangen. Hopfen haben wir gefahren und Gerste haben wir gesehen. Ja, gut, aber das ist ja, da müssen wir nichts kaufen, genau. Meine ich, weißt du? Ja. Da müssen wir ja noch ansehen. Den Auflieger dann. Den Auflieger später mal, aber ich denke mal, wenn wir Rohöl kaufen. Übrigens, Leute, es gab ja wieder ein Update. Es ist jetzt Flüssigei hinzugekommen, allerdings können wir das noch nicht nutzen, weil es noch keinen Trailer für Flüssigei gibt. Und Flüssigei wird quasi jetzt in der Bäckerei benötigt, um Brot herzustellen. Das hat der liebe Björn mal durchgetestet. Und das Problem ist, es ist halt jetzt Grundvoraussetzung, dass man überhaupt Brot herstellen kann, dass man eben Flüssigei hat. Und es gibt aber leider noch keinen Trailer, womit man es transportieren kann. Deswegen können wir es eben noch nicht nutzen und spielen ja auch noch auf der Version 2.9, nicht 9.3. Weil da können wir noch ohne Flüssigei Brot herstellen. Das ist jetzt erstmal so die allgemeine Info. Und es gab quasi in diesem Modpack, wo die ganzen Trailer drin sind und so, was ja auch auf der Seite BIMAG zur Verfügung gestellt wird, gab es auch ein Update. Da wurde jetzt der Diesel, der Treibstoff der Industrie, Diesel quasi zum Verkauf hinzugefügt. Also den kann man jetzt auch überall verkaufen. Der Trigger, was wir auch selber hinbekommen hätten. Was wir auch selber hinbekommen haben. Ja, Clicky hat sich nämlich mal die Mühe und Arbeit gemacht und dran gesetzt und hat gesehen, dass quasi Treibstoff einfach nicht als Fruchtsorte eingetragen war. Oder Diesel besser gesagt. Und danach hat es auch funktioniert. Und hatte das den Fehler behoben, unser Supermotor hier. Man geht ja eigentlich auch davon aus, wenn die Seite verschwindet, dass er erstmal nicht wiederkommt. Das war ja das. Wir haben ja wirklich ganz fest eigentlich damit gerechnet, dass er wirklich komplett aufgehört hat. Aus welchem Grund auch immer. Aber dass er natürlich wieder online gegangen ist, ist natürlich super. Ich hatte ja auch das Infovideo dazu gemacht. Die Links in der Videobeschreibung sind jetzt auch aktuell. Also das ist jetzt, das war halt bei den letzten Parts noch, weil das noch alte Folgen waren. Da waren die Beschreibungen noch nicht aktuell gewesen. Oder die Verlinkungen, weil ich die nicht alle noch ändern wollte, weil ich einfach die Zeit nicht hatte. Und ja, in dem Sinne, funktioniert alles, ist echt cool, echt super. Aber wie gesagt, wir Zeichen XY. Genau. Und wir könnten jetzt aber halt mit dem Trailer Rohöl einkaufen, könnten das zur BGA fahren, könnten das dann weiterverarbeiten lassen, halt eben einmal für uns als Treibstoff, weil brauchen wir ja, haben ja einen erhöhten Spritverbrauch hier mit diesem Verbrauchsmod. Und könnten aber natürlich jetzt auch den Diesel verkaufen, könnten da ein bisschen Geld nebenbei machen. Das wäre eigentlich ganz cool. Eine Korrektur. Ja? Rohöl kann nur weiterverarbeitet werden zu Diesel und Motoröl, nicht zu Biodiesel. Ach so, okay, da müssen wir dann Raps und so einen Quark abliefern. Genau. Ah, okay. Ja, ist ja egal, dann können wir das Motoröl verkaufen. Ja. Da kriegen wir ja auf jeden Fall. Ist die Frage, wenn wir Rohöl einkaufen und kriegen wir für Motoröl mehr? Du kriegst, naja, wenn du den Diesel verkaufst und das Motoröl zusammenverkaufst, mehr raus. Nee, wir kriegen ja keinen Diesel raus. Hast du gerade gesagt? Klar, den Diesel kriegen wir jetzt raus. Können wir ja verkaufen an der Fischtankstelle. Na, aber ich denke, wenn wir Rohöl einkaufen, kriegen wir keinen Diesel, sondern nur unseren Treibstoff und ja, Motoröl. Ja, nur kein Biodiesel, keinen Biodiesel. Diesel ja und Motoröl kommt da raus, aber kein Biodiesel. Ach, den Biodiesel gibt's auch noch? Ja, das ist ja unser Treibstoff, der Bauernhoftreibstoff. Ach, den kriegen wir nicht raus. Den kriegen wir nicht aus Rohöl raus, nein. Ach so, nee, mir geht's ja nur darum, die Sachen, die wir verkaufen können. Die kriegen wir raus, die zwei. Genau, ja. Oh, das ist ja super. Naja. Und du kriegst ja mehr beim der BGA gleich, als wie du Rohöl einkaufst. Genau. Okay. Ja, reines dann, Handelsgeschäft. Dann passt's ja. Wie gesagt, dann wäre es ja fast zu empfehlen, dass wir
da auf jeden Fall ein bisschen was machen und abliefern, bisschen was einkaufen, abliefern, um da ein bisschen Geld nebenbei immer zu machen. Das kann ja so einer hinlaufen. Randy, schau mal, ob es Geld gibt. Ich prüfe. Ja. Gut, fürs Wasserverkaufen an der Brauerei gibt es Geld. Ja, besser wie nicht. Wasserverkaufen an der Brauerei gibt Geld? Okay. Aha. Gab's, wie viel gab's? Zwischen. Ach so, nicht viel, also minimal. Viel. Was waren das jetzt? 2000, 3000? Okay. Es war noch nicht Wasser zu weinen. Was kostet denn der Ölauflieger? 75. 75, okay. Also bräuchte man quasi jetzt noch ca. 25.000 sowas? Da musst du noch ein paar Socken für stricken, Dino. Ach, ich kann doch nicht stricken. Heutzutage in der Wegwerfgesellschaft strickt man doch nicht. Dann benutzt man einmal und schmeißt es weg, oder? Ja, ist doch so. Wir leben doch in einer Wegwerfgesellschaft. Schon wieder die ganze Tonne voller Schmutz. Leider, muss ich dazu sagen. Ich heiße es nicht für gut. Vor allen Dingen ganz schlimme Lebensmittel. Hat man aber auch ja, gut, schon zu oft. Ich mache das mit Rechnung immer so, ja. Einmal kriegen, wegschmeißen, ja. Ja. Ach, wenn es die guten alten Kieselsteine noch gäbe. Ah, was war denn das, Junge? Was denn? Oh, einfach nur meine Spur gefahren. Ach so. Nur ein Lackkratzer. Haben wir eigentlich diesen Massemod jetzt hier schon drin? Nee, ne? Ach so, nee, siehst du, den haben wir nicht drin. Dann nochmal das Gewicht an. Na, der das Gewicht anpasst so. Von den Traktoren. Von denen, was man eben anhängt. Von den Ladungsgewichten, jede Fruchtsorte ist dann zu viel. Genau, gibt es einen coolen Mod, der bringt das halt auf 100%, weil Chines hat es halt nur auf 50% umgesetzt. Also quasi die Gewichte hier stimmen nur zu 50%. Alter Schwede, was hat es denn jetzt von Schlag gegeben? Ja, Schlag? Ja, wir haben jetzt gerade einen Schlag gegeben. Inwiefern? Warte mal, ich habe keine Ahnung. Gleich wieder da, Moment. Wenn die jetzt müsst Geld kommen. Ja. Also wenn er am Ofen noch mal was nachlegt, kann es ja nicht so schlimm sein. Eiterhaufen oder? Ja, jetzt läuft. Es gibt Verschlag, immer mit der Ruhe erstmal nachheizen. Ja. Kann nicht so wichtig sein. Ist der Esse geplatzt, wisse. Ja. Erstmal nachlegen. So mit nassen Holz soll man nicht heizen. Ne? Nee, weil da noch verrußt und irgendwann brennt es oben aus der Esse. Ach so. Hm. Sieht nicht gut aus, sieht aus wie so ein Flammturm. Denkst du, ach, da hinten schon wieder eine Bohrinsel gebaut. Bist du mitten in der Siedlung, brennt es oben aus dem Rohr. Ja gut, vielleicht liegt das auch in den Wegwerfschlüppern. Ja. Kann ja sein. Ja, warum wir Müll bezahlen, wenn man einen Öfen hat, ne? So. Geil. Ja. Und? Hast du gewechselt? Teil vom Dachstuhl ist zusammengebrochen, also nichts Wildes. Ja, nicht dein. Hast ja noch 2 Stockwerke. Muss doch die Garage komplett ausbauen. Ja. Naja, mein Gott. Wie viel Geld haben wir jetzt? 62. Aber wir kommen der Sache Sauna. Sauna? Sauna. Dann willst du mal hier weitersehen, Klicki? Hab noch 3-4 Bahnen gezogen, so viel ist gar nicht mehr. Ich fahr noch den einen Trailer, dann können wir uns den großen kaufen. Joa, dann kannst du, wenn du willst. Oder Randy, was machst du? Da fahrt sinnlos rum. Ich geb dir auf sinnlos rumfahren. Ich sammle dich vor einen Klon. Also ist doch sinnlos. Nee, Spaß. Weil ich glaube, ich habe schon 2 Folgen jetzt angesehen und das ist bei den Feldern. Das Arbeit, die auch gemacht werden muss. Das ist richtig schlimm. Ich habe in der ersten Season von den Comedy mit Times nur mich um die Felder gekümmert. Ja, ist ja richtig. Und ich hab versucht, hier rauszufinden, wie alles funzt. Dann war es im Endeffekt für den Arsch und dann kam Björn. Es war gar nicht für den Arsch. Enumine Patre. Enumine was? Das ist die Band, die ihr gerne hört, weißt du? Enumine Patre. Okay, noch nie gehört. Hä? Hä? Bildungslücke. In nomine Patri et Spiritus Sancti. Amen.
Er ist arm. Hat's nicht so mit der Religion. Er ist arm. Kannst kein Latein, Randy. Lieber arm dran als arm ab. Hab ich noch nie gehört, die Band. Randy, bei sowas musst du immer am besten antworten, ey, zieh auch nicht nochmal über meine Mutter her. Das funkt immer, der Spruch. Die Band. So, ich hab den Seedmaster mal leer gemacht. Ja, den können wir gleich wieder auffüllen, da müsste noch was drin sein. Ja, im Roten, oder? Was? Ja, genau, könnte sein, ja. Wenn wir da von zu viel haben, das können wir auch, glaube ich, auch verkaufen, unten am Jawohl, bei der Reifeisen. Ja, zu viel haben wir davon nie, oder? Nee. Bei denen, was wir hier brauchen. Also gut, zu viel, aber 6, ich denke mal, wir können 6.000 Saatgut... 6.000 für ein Feld brauchst du, glaube ich. Wir etwa, können, wir können Saatgut, können wir auf jeden Fall mal 30.000, 40.000 einlagern, also gebeiztes. Und den Rest können wir ja, verkaufen. Oh, meine Haare sehen aus, ey. Ich habe meine Haare gar nicht gemacht heute. Schlimm. Aber ich habe sie ein bisschen zurechtgelegt, weil würde ich jetzt hier so sitzen, wie ich heute früh aufgestanden bin, dann würde ich aussehen wie der verrückte Professor. So lachst du aber auch schön. Aber so sieht mein Töchterlein auch immer früh aus, wie der verrückte Professor. Das ist immer geil. Jedes Jahr steht in eine andere Richtung. Brauchst du ja doch keinen Vaterschaftstest. Nee. Brauche ich sowieso nicht, weil am Anfang hat sie echt ausgesehen wie die Jean. Das war echt krass, haben auch alle gesagt, sieht aus wie Jean und hat, wo sie geboren wurde, auch so dunkle Haare und alles und ja, jetzt ist sie mittlerweile blond. Jetzt haben wir den Salat, ja. Toll. Ja, wenn ich so mein Kinderfoto nehme, nehme sie, da, ja doch, jetzt sagen halt eben alle, sieht aus wie ich, ne. Aber das Komische ist, die Jean hat braune Augen, ich habe grüne Augen und sie hat blaue Augen. Oh, das ändert sich bei Kindern noch. Ja, aber wann ändert, ich weiß, die wechseln die Augenfarbe, aber wann? Also wie wann passt, keine Ahnung. Unterschiedlich, also im ersten Jahr passiert das meistens. Also bei meinen Kindern war es beim ersten Jahr. Okay. Ja, ich habe zwei Kinder. Tisches Kerlchen. Ja, mein Sohn hält immer noch den Geburtsrekord in seiner Stadt. Das schon seit 13 Jahren. Das war einfach rausgefallen, oder was? Ja, 5500 Gramm Lebendgewicht. Ach so, okay, das ist heftig, aber das war keine normale Geburt. Abtropfgewicht. Ja gut, Klick, ich unterscheide in Schlachtgewicht. Reine Fleischeinwahl. Ich unterscheide in Schlachtgewicht und Lebendgewicht. Also. Das habe ich ja noch nie gehört. Wie geil ist das denn? Abtropfgewicht. Kennst du das nicht? Steht auf den Dosen drauf, lest mal die Dosen durch. Ja, na, das kenne ich, klar, ich weiß, was Abtropfgewicht ist. Also wenn man jetzt eine Bockwürste kauft oder so, die sind ja manchmal im Wasser eingelegt, da steht ja auch Abtropfgewicht. Oder Gurken, ne? Saure Gurken zum Beispiel, da steht das auch drauf. Aber bei einem Kind? Ja, was meinst du, wie nass die sind, wenn die rauskommen? Ja, ich weiß, es gibt eine Freundin von der China hat mal gesagt, es gibt zwei Sachen, die sind unendlich. Das ist einmal die unendliche Geschichte und das Fruchtwasser einer Frau. Ja, na gut. Aber hätten wir den bildlichen Bildungspart auch hinter uns für heute. Also ich finde schon, dass die Videos echt krass informativ sind in letzter Zeit. Meinst du, wir müssen ein bisschen runterfahren? Ja. Mach mal Piano hier, ey. Das geht ja gar nicht. Nicht, dass wir nur noch für so eine ausgewählte Klientel. Ja. Das Problem ist, das halten wir ja auch nicht. Das geht immer. Den Anforderungen kann man ja gar nicht gerecht werden über längere Zeit. Nee, Spaß natürlich. Ich möchte jetzt mal bitte jemand ansehen. Ja, aber ich kipp gleich ab. Darf ich auf dem Feld 21 vorher noch den Kalk rausschmeißen als Dünger? Ja, ihr müsst euch jetzt nicht um die Sämaschine prügeln, passt eh nur einer rein. Nee, ich hab den Dünger hinten dran. Ach so, okay. Komm jetzt mit dem Kalk dann. So, also ich habe jetzt hier Gerste angesät. Das ist auch gleich fertig, Klicki, 5, 6 Bahnen noch. Und dann auf dem anderen Feld bei mir drüben, dann haust du den Hafer dran. Ja, ich nicht. Könnt ihr gern machen. Ich hab gesagt, Klicki. Ach so, Klicki. Was? Der Löffel? Ja, sperr den Löffel auf. Der Löffel? Löffel. Sperr den Löffel auf. Ah ne, Tino, bist du ein Rammler? Ich, ja. Dass du einen Löffel hast. Der ist falsch. Was soll denn das heißen? Da ist mit Rammeln vorbei. Ne, so älter die werden, desto schlimmer sind sie. Ja. So, bei den Häusern nicht so. Das stimmt allerdings auch, oder? Du, Wendy, wie viel Geld haben wir? Müsste ich es satt anmachen? 74,6. Ja, das reicht Tendenz für einen Nennerflieger. Nee, weil wir spulen, da muss ich ja noch ein bisschen mehr kommen. Naja, das Problem ist, wir müssen ja Röhl einkaufen. Richtig.
Sag mal, was steht denn hier? Hier steht ein voller Anhänger, ein voller Fliegelanhänger mit... Oh Gott, was ist das für eine Fruchtsorte? Moment. Roggen noch? Ach, was riecht's denn? Ja. Roggen, ja. Nach Roggen riecht's. Fahr ich gleich mal weg hier. Wir hatten die 21 schon gedüngt, das ist ja Wahnsinn. Ich. Boah. Alles gleichzeitig, der Mensch. Multitasking. Hatte ich schon vorher. Aber gut, meine Freunde, wir sind erstmal wieder fertig für den Part hier. Ich danke, dass du da bist. Tino eine Dose Mitleid für einen zerbrochenen Dachstuhl mitgeben und dann bis morgen. Ciao. Tschüss.